Es ist auch alles echt gut gebaut so. This way. Oh fuck. It's too high, man. Ich bin höchstens high. And nothing to climb on either. Ja, könnt ihr kein Balljump machen, ihr Noobs. Here. Alter, das ist doch ein Videospiel, Mann. Da hätten wir doch dran denken können. Mann, Entwickler. Are you kidding me? Hä? Oh nein. Nein, jetzt. Oh nein, Arsch ficken. Oh. Oh mein Gott. Okay. Was? Achso, wir müssen wahrscheinlich, wenn E ist. Oh, warte, komm hoch. Was machst du? Oh! Wir müssen gleichzeitig machen. Achso. Und jetzt. Okay. Jetzt. Du. Jetzt. Du musst im Kreis treffen. Jetzt tue ich. Sag du lieber an. Eigentlich müssen wir nicht ansagen, ja. Oh. Nein. Oh mein Gott. Ich hätte vielleicht nicht drücken sollen. Okay. Okay, mach mir abwechselnd. Ich mach oh, scheiße. Mann! Manchmal macht er irgendwie nicht. Okay. Ich sollte vielleicht nicht bei jedem Mal, sondern bei jedem zweiten nur. Das... Scheiße. Das erfordert meine höchste Aufmerksamkeit gerade. Ja. Ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Vor allem auch, weil unsere Ärsche aneinander hängen. Das macht mich schon geil. Nein, scheiße! Oh. Okay. Oh oh. Ich verkacke halt die ganze Zeit. Okay. Ich lass dich mal. Oh oh. So bin halt nur ich, der gerade verkackt, ne? Ich sag nix dazu, wenn ich verkacke. Alter, wie lang ist das Ding denn? Ja. Also ich rede jetzt gerade von meiner Hose. Halt's Maul. Boah, kennst du Elefantitis? Ja. Echt? Okay. Ja, kenn ich. Hab ich. Nein, dein Schwanz ist nicht von Elefantitis betroffen. Du ekelhafter Wichser. Alter, das muss aber auch, das muss wirklich schlimm sein. Oh. Es gibt doch Leute, die pumpen sich sogar irgendwie was in den Schwanz, damit der so übertrieben groß ist. Ja, und es gibt Leute, die nur zum Penis pumpen. Ja. Und Prostata-Massagegeräte. Alter, das war schon anstrengend. Ja. Sag mal, redet doch nicht einfach. Sorry. Hä? Wie kriegen wir das jetzt auf? Wieso fokussiert er jetzt die Schraube? Ich weiß es nicht. Wird geladen. Ach so. Ich verstehe. Mann, so viele Zwischensequenzen, ne? Ey. Wir sind jetzt in irgendeinem Werkerunterricht anscheinend. Ja, ich hab jetzt aber ich frag mich, wie wir da gerade hingekommen sind. Ja, wir gehen ja immer wieder unseren Gang zurück und hin und zurück und hin. Und niemand wundert sich, dass der Ventilator aus ist seit Tagen. Ach so, okay. Lol. Das fällt mir jetzt erst auf, dass wir immer wieder hin und her im Prinzip gehen. Aber du hast recht mit dem Ventilator. Oh. Ja. Hast du auch Werkzeugunterricht gehabt? Ja. Weil ich allgemein so handwerkliche Sachen hasse. Ja, ich auch. Oh, ich hab genagelt. Für Computer. Ey. Spieler. Eine Frage. Weißt du, was der Hammer ist? Werkzeug. Wo ist die Tür? Da gehen wir raus. Oh. Hey, is this the place to get tools?
Yeah, yeah, sure. You can get him here. Until they blame you for losing him. Hey, watch it. Okay. Ist der Klang so schwer zu kriegen? Is it hard to get a tool? Not at all. Why don't you give it a try? Go on. Hey, Gar. That's a nice tool you got there. This one? Nah, it's a shitty one. The nice ones always go missing. What are you saying? The tools walk out of here on their own? Da krieg ich erstmal nix. At least twice a week. It's that easy, huh? Never said it was easy. Rede ich mal mit dem Boy hier. Ich geh einfach mal raus. Hallo, ich möchte mit dir reden, Boy Boy. Hä, wieso kann ich einfach raus? First day on the machine. First month. But it feels like the first day. Bitte doch um einen anderen Job. Weißt du, das haben wir doch schon. Wir brauchen einen Hammer, oder nicht? Ja. Nee, einen Schraubenzieher. Ja, so. Schraubenschlüssel. Cleaning other people's shit? Are you serious? Okay. Ein Hobler, oder wie diese Dinger heißen. Hobel. Hobel, ja. Hobler. Ich hobel mir auch manchmal ein. An meiner Werkbank. Oh, das ist doch ein Schraubenschlüssel. Ja, Wrench heißt das ja in Englisch, stimmt. Alter, Standbaumaschinen, die habe ich geliebt, die Dinger. Ich hab's geliebt, immer meine Hand zwischen des Kreisels zu tun. Was? Dann runter zu drehen. Was? Alter, das, oh, kann das ich... hätte ich den ganzen Tag machen können. Können wir vielleicht ihn da reinschubsen? Ich glaube nicht. Den bedrohen, damit er uns einen Schraubenschlüssel gibt, indem wir seine Hand da drunter tun? Ja. Kann ich mir das Werkzeug borgen? Guck mal, ob du ein Tool bekommst. Okay. Why you upset for? Ask that fool. In der Zeit borsch ein bisschen. Watch your mouth, inmate. Yeah, yeah, whatever. Just give me what I need. Damn. Okay. What do you need? A hammer. It's pretty hard to get any work done. Hammer time. And you shouldn't have. Hammer time. I told you I didn't lose it. I gave it back to you yesterday. Well, you better hope you're right, because I can't find it here. Bitches. Ich würde selbst gerne auch ein Werkzeug kriegen. Du bist der Schwarze, du musst nachstehen. Wir müssen irgendwie an den Schraubenschlüssel kommen, der da liegt, glaube ich. Mal, versuch, red mal mit dem. Und ich gucke, ob ich den nebenbei nehmen kann. Ja, das ist gut gewesen, die Idee. Gut, easy. Ja. Ich bin ein Genius. So, den tun wir hier unten hin. Wir wissen ja nicht mal, wo dieses Loch, was nicht mal animiert ist. Warum kann ich es nicht reintun? Brauchst du deine Hilfe? Oh. Das sieht falsch aus, wenn ich so... Hä, warum kannst du nicht reintun? Ach, in die Zelle schmuggeln. Ja, dann gehen wir doch einfach mal hier raus, würde ich sagen. Geh durch, ja genau. Geh jetzt hier rüber. Ach so. Und ich muss unten drunter durchreichen. Oh mein Gott, was ist das? Alter, warum bin ich so klug? Das frage ich mich auch. Und warum quietscht mein Stuhl? Zack. Und jetzt kannst du raus. Ja, Alter, was für Sicherheitslücken in dem Gefängnis. Wenn ich jetzt hier rein. Hey, what are you up to? Don't move. Warum musstest du das machen? Es war doch klar, was passiert. Scheiße. Jetzt geh wieder raus. Meine Fresse. Mit dir spielen macht immer wieder Spaß. Ich auch. This could be useful.
Ja, nicht nur could be useful, is useful. Deine Güte. Soll ich links gehen? Nein. Ach, guck mal, schwarzer Feuerlöscher. Das ist ja ganz, das ist Silber. Trottel. Ah, mit wem spiele ich das hier nochmal? Oh mein, was? Hast du das gesehen? Nee, was denn? Ich musste die Tür bei mir nicht öffnen, ich bin durch die Tür einfach. Ja, weil ich die aufgemacht habe. Bei mir bin ich halt durch die geschlossene Tür. Gut. Was haben wir gucken, hier? Da hinten. Ah, okay. Ah, hier ist auch ein Sensor. Lass mich durch, guter Mann. Als ob der das nicht sieht. Oh Mann, ey, das ist. Da denke ich mir manchmal so, was ist das denn für ein Schwachsinn? Get on the other side and help me. Oh? Der guckt halt nur straight so, ne? Und ich hab den gerade in meinen Schwanz gesteckt. Halt ich glaube, den willst du nicht nochmal anfassen. Hey. Da ist auch nochmal ein Detektor, ne? Anscheinend. Ich glaube nicht. Der Typ will nur nicht aufmachen. Ah, jetzt wenn du kommst. Was soll denn das? Das ist ganz schön rassistisch. Nur die Rothschilds dürfen hier lang, oder was? Gehst du bitte? Alter, was ist das denn für einer? What is it? Let me show you, come on. Let me show you, it's over here. What's going on? Gut. There's some kind of a drug deal going on downstairs. You need to check it out. Ich geh mal zu meiner Zelle, ne? All right, step aside. Let's go. Renn weg schnell. Oh mein Gott. Lauf, 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 lauf. Wann kriegen wir eigentlich Schusswaffen? Shake down up against the bars, inmate. Nein, hey, wenn der Gefängnisleiter Scheiße. Kommt und die Durchsuchung macht, es ist genau wie im Film. Fuck, Rainer Winkel. Ey, das ist 1:1 einfach so. Wahrscheinlich duckt er sich jetzt gleich und gibt dir den, ne? Okay. Und ist 1:1 wie im Film? Es ist halt, ja, im Film gibt's halt keinen Helfer. Schnell weg damit. Ja, als wenn die Toilette nicht schieben. Vielleicht sind die ja so schwach, dass die den nicht geschoben bekommen. Was soll denn der Scheiß? Das ist genau wie dieser Film. Ja, in Film sind die Gefängnisausbrüche genauso unrealistisch. Ja, das stimmt allerdings. Aber wer weiß, ob es nicht wirklich schon Gefängnisausbrüche gegeben hat, die so sind. Ja, ja, das stimmt halt. Vor allem ist das halt das typische Klischee. Ich will's halt jetzt nicht anzweifeln, dass das deswegen scheiße ist, weil das, nee, das halt ist ja so nicht abläuft. Schlecht. Oh mein Gott. Oh, Mulle! Oh! Oh. God, I missed you. I miss you too. Na, Mulle? Linda, I got a plan to get out of here. Good. What can I do? Don't worry. I got someone helping me in here. Who's that? His name is Vincent. Seems legit. Are you sure? No. Nope. I mean, we both thought we could trust Harvey. But this guy wants to take him down as much as I do. What? Why? I don't know yet, but I'll find out. Okay. So, how's Alex? Well, it's been 6 months. He misses his father. Shit. I miss him, Linda. Has he found out? No, no, listen. It's fine. He still thinks you're in Italy helping your uncle. Good, good. Any trouble from Harvey? Don't worry about that. He won't find us. And you're sure? Yeah. I got us a new place. We should be safe for now. That son of a bitch. Baby, baby, listen. We'll get through this. We just have to stay focused. Hey, why are you still waiting? Nobody's coming for you.
Maybe she just missed her bus. I'll wait some more. No more visitors are coming in today. You want to make a phone call, or you want to go back to your cell? Arschloch. I'd like to make a phone call, sir. Let's go. Okay. Yeah? Carol, why aren't you here? Because I'm at home, expecting our baby. Please, we've talked about this. No, you've talked about this. I didn't have a say at all. You're in prison. I'm gonna be out soon. Listen to yourself, Vincent. This isn't who you are. Is this how you want your future child to remember you? No, but I need to take care of the Harvey situation. Carol, you know that he killed Gary. He was my family, my own brother. I know you miss him, but you can't bring him back. You're just gonna get yourself killed. Please, you know I have to do this. I can't believe you, Vincent. Hello? Hello? Okay. Gut. Ist auch immer sehr klug, in so einem großen Raum, wo die Wachen sind, über einen Gefängnisausbruch zu reden. Ach, nicht wieder dieses... Du hast wieder einen Apfel, ne? Ich nicht mehr. Ich habe alle gegessen. Wow. Do you hear about the weather? There's a storm coming. Nein. I did. It's our window. We'll leave tonight. I'm ready. Ist wie im Film. Ja, das stimmt. Da geht der auch in einem Gewitter und haut. Der hat da so ein Rohr, wo er so Schrauben aufschlagen muss. Und bei jedem Donner schlägt er halt eine Schraube auf. Oh mein Gott, wenn das jetzt auch so ist. Scheiße. Gut. Ich glaube, ich kenne schon das Ende des Spiels. Das Spiel macht aber Spaß. Ja, das stimmt allerdings. Für zwei Leute. Ja, das stimmt. Just don't drop it, okay? Are you kidding me? You think I'll do this climb again? Let's hope we don't have to. There's nothing to hope for. It ain't happening. Es ist auch klug, unter so einem Loch so laut zu reden. Ja, ist immer. Aber kann ich den irgendwie bewusst fallen lassen? Ich glaube nicht. Ach, schade. Oh, kannst du mir den jetzt geben wahrscheinlich? Wäre geil, wenn der irgendwie runterfallen würde. Das wird mich echt finishen. Wie sind die überhaupt wieder runtergekommen? So. Ah, okay, das ist gar kein krasser Gang, okay. Ich dachte, es wäre auch so ein Gefängnisflur. So. Da oben ist ja, denke ich mal, raus. Ja, das ist das gelbe Ding. Das ist wie ihr. Ich hab das immer in Mirror's Edge geliebt, diese roten Punkte. Ah, okay. Ah, kannst davor schieben wahrscheinlich. Das lässt sich aber schon scheiße fahren, ne? Ja, das ist genauso wie beim Wäscheding. Ja. Das ist noch mal easy auf. To be. Sehr gut. Komm, es kommt, hoch. Kommt halt auch niemand und kontrolliert so mal die Gänge, ne? Ja. Aber es ist halt auch schon so ein bisschen abgelegen, wo wir sind. Keine Ahnung, was das hier alles ist. Zack. Frage ist halt, wie viele Tage machen die das hier jetzt schon? Boah, ich würde jetzt schätzen, wir sind beim vierten Tag. Weil wir haben ja immer einen anderen Beruf. Aber nein, mehr. Man wechselt ja nicht jeden Tag, ne? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, du wirst allgemein für einen Beruf eigentlich eingeteilt im Gefängnis. Boah, keine Ahnung. So. Hier haben wir Wachen. Wir sind nur die zwei Wachen, das ist doch kein Problem. Eigentlich müssen wir jetzt hier echt die Waffe klauen von denen. Müssen die wahrscheinlich irgendwie halt ablenken. Psst, Vincent, come on. Ah, okay. Wir müssen
Ah, geht nicht, okay. Oh mein Gott. Okay, on three. One, two. Wait. Wartet auf den Donner. Oh mein Gott. Okay, sure. Okay. Hä? Wir müssen eigentlich abzählen, wann so ein Donner kommt. Das stimmt. So, Lichtgeschwindigkeit mal Schallgeschwindigkeit, wir wissen's, ne? Ja. Eins, zwei. Nee, der Donner kommt doch gleichzeitig. Anscheinend. Gleichzeitig mit was? Mit dem Licht. Siehst du doch, wenn es gleich aufblinkt, donnert's direkt. Ja, okay, dann drücken wir direkt, sobald wir ein Licht unten sehen. Scheiße. Okay. Aber wieder der silberne Feuerlöscher. Der schwarze, meinst du? Dass Betty gut geht, gefällt mir. Jawohl. Oh mein Gott. Hey Vincent. Ja. See that tower? Ja. That's where we're heading. All right. Okay. Hey, watch out. Shit. So, da rechts haben wir eine Wache. Da oben haben wir eine Wache. Wir prügeln einfach jedem die Prügeln aus. Ich war gerade mit der Kamera verwirrt. Oh, wir können ja wirklich den Leuten die Prügeln ausschmeißen anscheinend. So. Oh, du hast den halt weggenockt. So. Ich würde dir gerne aus dem Licht rausziehen, so. Ach, du bist auf dem Dach. Ich bin auf dem Dach. Oh, ich kann wahrscheinlich nicht in das helle Licht reingehen. Ich muss gucken, wie ich die Wache da am besten demoliere. Ja, sobald es an dir vorbei ist, denke ich mal. Oh, ich habe mich fast erdrückt. Oh, guck mal, wie die da liegt. Geil. Okay. Was hätten wir? Ich kann hier wahrscheinlich nicht weiter. Du musst irgendwie das Licht ausstellen, denke ich mal. Da vorne ist ein Gerüst, da werde ich wahrscheinlich drauf können. Ach, wir sind wieder hier oben, wo wir vorhin geteert haben. Ja, im Nachhinein fallen mir hier auch Parallelen zum Film wieder ein, von daher. So. Ich glaube, du kannst einfach weiter, weil das ist ja einfach nur Licht. Oh. Sieht mir sehr nach dem Zimmer vom Winkler aus, genau. Alter, das ist Rainer. Shit. Ich kann hier nicht hochklettern. Gefängnisdirektor Winkler. Come on, over here. Okay. gut. Wie kam ich denn da hoch, wo du warst? Da hinten. Ach, komm schon. So dynamic. Ach, hier. Okay. Da kann ich nicht lang. Da auch nicht. Dann brauche ich dich wahrscheinlich hier. Das ist ein schönes Büro von ihm. Gucken, was hier noch ist. Zack. Hier ist ein Vogel. Hey, na? Kleiner Vogel! Ja! Ich hab den Vogel freigelassen. Gibt bestimmt ein Achievement. Ja. Ja. Freiheit. Och, das gefällt mir aber. Süß. Na, komm jetzt. Fratz. Guck mal, ich habe auch gerne Bilder von mir selbst im Irgendwie Zeit. Siehst du gerade so übertrieben groß aus. Stimmt. Das, Ach, oh. Okay. Oh. Gut.
Jetzt komm! Hast du das Musikvideo... Alter, hier ist auch ein Schallplattenspieler. Hast du das Musikvideo von Kellys Video gesehen? Nee. Da gibt's doch auch so eine Szene. Asia. That's the one place I wouldn't want to visit, that's for sure. America, the greatest country in the world. America, the greatest country in the world. America first. Asia. That's the one place I wouldn't want to visit. Da ist doch diese eine Szene, wo Kelly halt jedem so den Arsch irgendwie ins Gesicht zeigt. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Muss ich eigentlich hin? Zu ein kleiner Wasserspender. Oh ja, stimmt. Someone's there. We gotta be careful. Okay. Okay. Hier oben wird es wahrscheinlich nicht lang gehen. Nee. Alter. Oh. Sorry. Hoffentlich hast du wenigstens auf das Gamepad genießt. Ich hab nicht mal richtig genießt. Jetzt tut mein Hinterkopf weh. Der ist so halb rausgekommen, aber so halb unterdrückt. Oh, da hinten sind zwei Wachen. Also wie in der Hose. Ja. Ach, das ist die Krankenstation. Oh ja. Wir müssen uns Betäubungsmittel klauen. Carson. Die können wir bestimmt beide gleichzeitig ausnocken, oder? Sollen wir es mal probieren? Ja, warte. Ich nehme den rechten. Ich den linken. Sehr gut. Und dann hier raus. Wieso klauen wir eigentlich nicht die Waffen von denen? Ich weiß es nicht. Die behindern uns nur. Zum Turm gelangen. Okay, da hinten ist der Turm. Ne, da ist der Turm. Oh, hier müssen wir aufpassen. Der Lichtstrahl bewegt sich anscheinend. Alter, okay. Ein Halo. I wanna see your Halo. Oh, da kann man nicht drüber jumpen. Oh mein Gott. Okay. Lass mich doch... Nein! Okay. Der ist jetzt auf der rechten Seite. Kommt jetzt rüber. Ich renne, ich renne, ich renne. Ich glaube, hier unten bin ich relativ sicher. Ja. Okay, ich warte nochmal, bis der... Je näher wir kommen, desto kürzer sind natürlich auch die Frequenzen. Ja. Okay, ich gehe... hier hoch. Okay. Bitte. Wo ist das Licht? Ah, das sieht mich von hier gar nicht mehr. Sehr gut, dann kletter ich mal hoch. Ich guck erstmal, wie viele da sind, bevor ich was ausnocke. Ich sehe halt nur einen. Ja, ich auch gerade nur. Mhm. Ja, okay, ist auch nur einer. So. Stirb! Stirb! Gut. Bleib da liegen. Können wir das Licht ausschalten? Ja. Ja, okay. Can use that wire. We just need something to slide down with. Eine Seilbahn, okay. Oh mein Gott. Hier drin bestimmt irgendwas. Ja, denke ich auch. Aber es muss dann auch zweimal vorne sein. Kleiderbügel. Oh, was ist das denn? Vier Stück. Can't use. Ja, oben so ein Kleiderbügel hält uns bestimmt auch. Aus Holz auch. Okay, dann. Ey! Immer musst du zuerst da rausgehen. Alter. Jawoll. Okay, der Fisch. Bei meinem reißt es wahrscheinlich ab. Wieso haben wir uns eigentlich nicht hier fallen lassen? Alter. Warum wusste ich es? Oh. Es wurde bemerkt. Ich kletter. Ich tippe eh, oh, aber ich als ob Balken. Der nicht trifft. Sorry, aber. Das ist wie in Film. Der sitzt da auf diesem Turm mit einem Sniper-Rifle. Du stehst da quasi nur und der trifft dich nicht.
Laut der PUBG-Theorie müsste er jetzt gebannt werden. Ah, ich sag doch, wir brauchen Waffen. Hey Vincent, help me with this door. Ich komme. Ey, diese Action. Dorian bricht gerade live aus. Und dem. Oh shit. Ich sag schnell. Die kommen gleich mit Schlagstockattacken. Bruder. Nicht aufhören zu rennen. Alter, ich hab Angst um meine Galle. Fuck. Alter, diese Kamera. Die Galle ist schon ausoperiert. Oh und jump. Oh. Und runter. Warum ist der gerade bei dir so komisch gesprungen? Okay, das passiert in dem Film nicht. Da kann er unentdeckt entwischen. Ja, wir sind aber auch zu zweit. Der erste hätte es geschafft und entdeckt. Stimmt. Nice. Wir sind aus dem Gefängnis ausgebrochen. Das war jetzt nicht das ganze Spiel, oder? Ich glaube nicht. Was ist das? Das wäre ja für 30 Euro ziemlich wenig. 30 Euro war aber auch schon günstig, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ja. Für 8 Stunden Spiel, die geschrieben wurden. Angekündigt. Ja. Ja, wir wissen ja, wie das mit Ankündigung ist. Aber Schnauze halten. Cutscene! I can't fucking believe you talked me into it. Me neither. Okay. Gut. Ich dachte schon. Ich würde aber mal sagen, wir machen hier mal einen Cut. The chopper? Ja. Get to the chopper! Och. Okay. Gut, Leute. Wenn die mal aufhören würden zu reden, danke. Dann war's das mit der ersten Aufnahmesession von No Way Out. Den habe ich gehört. Was jetzt? Way No Way in. Out oder A Way Out? Ich weiß es nicht mehr. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Metal. Tschüss. Off.